Genau jetzt ist die richtige Zeit, um neues PSN-Guthaben aufzuladen. Geht auf Ineva.com, besorgt euch Borderlands 3, das neue FIFA, Modern Warfare, worauf ihr Bock habt. Gestern habe ich mir erstmal für 75 Euro für Borderlands 3 PSN-Guthaben geholt und habe 59 Euro gezahlt. Ab, Leute! Moin, moin, willkommen zurück auf meinem Kanal. Bevor ihr euch wundert, warum ich meinen Kopf so ein bisschen schräg habe, nein, euer Display ist nicht kaputt. Ich habe mir tatsächlich gestern irgendwann in der Nacht oder vorgestern, ich ist nicht ganz sicher, den Nacken so hart verrenkt, dass ich den nicht so wirklich gerade halten kann. Das ist mega abgefuckt. Ich sehe ein bisschen aus wie Quasimodo, wenn ich so gucke. Das ist unglaublich schmerzhaft. Ich kann es also auch jedem nur empfehlen, versucht ordentlich zu schlafen. Ich habe es verkackt und darf jetzt die Konsequenzen die nächsten 3 Tage tragen. Hoffe, es wird euch nicht zu sehr ablenken. Wir haben, wie ihr hier seht, die VMP. Und nein, den Reaver haben wir dazu auch und ich habe nicht einen einzigen Cent ausgegeben. Da als Info, der gute David Gottwald, wir machen mal seine Kisten auf, hat mir seinen Account zur Verfügung gestellt, damit ich mit der VMP mal spielen kann, denn es gibt für uns YouTuber ja im Prinzip 2 Aufgaben. Entweder 500 Euro ausgeben und sagen, scheiße, ihr habt die Waffe doch nicht. Oder man fragt einfach einen treuen, guten, coolen Kumpel, Abonnenten und der gönnt einem das. Also, wenn ihr Bock habt, dreimal das gleiche. Unfassbar. Wenn ihr gerne mal bei ihm auf den Kanal vorbeischauen wollt, selbstverständlich ist der Link unten drinne. Und es geht heute um die größte, neueste Lüge von Activision. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen. Gaming Evolution hat genau das gemacht, was wir alle gebraucht haben. Gaming Evolution ist ein ganz, ganz bekannter YouTuber und Twitter-Nutzer, der für die Gorod-Reihe bei Zombies zum Beispiel sehr viel geleakt hat und sehr viel darüber erzählt hat. Der war sehr, sehr früh immer wirklich auf dem neuesten Stand mit Dingen, die neu dazukommen, die neu irgendwie geändert werden, die man gerne haben möchte. Die wissen auf jeden Fall, was COD angeht, seit Jahren bestens Bescheid. Und die Trefferrate von dem Ganzen ist auch extrem hoch. Und die haben jetzt... Ah, da hängt mal wieder einer im Fenster. Guten Tag. Und die haben jetzt tatsächlich geleakt, was viele im Prinzip befürchtet hatten. Aber keiner sich so wenig getraut hat zu sagen. Und zwar Activision hat uns mal wieder verarscht. Und zwar von vorne bis hinten. Ohne Ausnahme das Ganze. Es hieß ja ganz klar, DLC-Waffen werden Free-to-Play sein. Das heißt, die werden im Game nicht wieder wie in Black Ops 4 hinter gigantischen Paywalls sitzen, sondern man kann sie frei erspielen. Mit Herausforderungen, mit Sachen, mit allem Möglichen. Das war für viele von uns so im Prinzip das Zeichen, okay, das Spiel kaufen, es wird besser. Activision hat daraus gelernt, die Spielerzahlen sind niedrig, die Verkaufszahlen sind niedrig und und. Das Ergebnis des Ganzen ist jetzt aber ein anderes gewesen. Activision hat uns alle verarscht. Gaming Evolution hat das einmal sehr, sehr deutlich dargelegt in dem Post vorgestern. Und das Ganze hat eine Reaktion hervorgerufen. Eine Reaktion 5 Punkte vor. Ich brauche irgendwas. Nice. Und zwar bei der Community. 23% weniger Pre-Order als bisher. Das heißt, beziehungsweise 23% der Leute, die vorbestellt haben, haben das Ganze zurückgehen lassen, weil sie gesagt haben, nein, es gab ein Versprechen. Es hieß, wir werden uns nicht mit DLC-Waffen und ähnlichem auseinandersetzen müssen. Und jetzt haben sie gesehen, hey, Moment, wir müssen es doch. Wir sind verarscht worden. Wir sind mal wieder verarscht worden. Activision hat wieder nicht die Wahrheit erzählt. Opala, was machst du denn hier? Guten Tag. Erstmal die Drohne rufen, kurz durchatmen. So, ich erzähle euch gleich weiter. Sehr schön, so läuft das doch. VMP, absolut geile Waffe. Macht echt Spaß damit zu spielen. Okay, hier rechts sind welche, hier kommen auch gleich welche. Hier kommen überall welche. Holy fuck, sind das viele hier. Oh, war das knapp eben. So, einmal hier. Und die nächsten Streaks sind da. So gefällt mir das Spiel. So macht es Spaß, Leute. Wenn man dann mal auch so im schönen Flow ist und alles. Game Evolution hat dafür gesorgt, dass 23% der Leute, die vorbestellt haben, die Pre-Orders gecancelt haben. Weil eben die Leute gesagt haben, nein, ich lasse mich nicht weiter verarschen. Es gab ein klares Versprechen. Es gab die klare Info. Nein, es wird alles, was nach Post-Launch kommt, wird frei sein. Und wie es halt so ist, Activision hat gesehen, die Vorverkaufszahlen sind super. Wir machen es trotzdem wieder. Das ist, um ehrlich zu sein, mehr als enttäuschend, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was wir alle gehofft hatten, was wir uns alle gewünscht haben. Aber es gibt Dinge, damit müssen wir erstmal leben.
Oder es gibt Dinge, da kann man sagen, das mache ich so nicht mit. Oh, oh, hier ist einer. Als hätte ich den Instinkt des Todes, Alter. Als hätte ich den Instinkt des Todes. Skrupellos. So, machen wir hier live noch den Nuke und erzählen dann fleißig auch weiter. Ich habe Angst, hier sind überall so viel Scheißdinger rum. So, Activision hat jetzt aufgrund dessen, dass ganz viele Leute gesagt haben, ich kaufe das dann nicht, 23% Rückgaben für Vorbestellung ist unglaublich viel, Leute. Auch für große Studios wie Activision und sonst was. Die haben gestern Nacht ein Meeting gehabt, das müsst ihr euch vorstellen. Ein Meeting mit Infinity Ward, mit den Produzenten von dem neuen Modern Warfare Teil, um herauszufinden, was man eventuell machen kann, damit man dem Ganzen nochmal zuvorkommt. Denn keiner von denen hat Interesse, das Geld irgendwie frei abzugeben. Keiner von denen hat irgendwie Interesse daran, dass keiner das Spiel spielt. Denn es geht hier um Multimillionen Dollar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, um wie viel Geld es dabei geht. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass Activision sich die Idee, die sie jetzt hatten... Oh mein Gott, sind das viele. Nochmal durch den Kopf hat gehen lassen und gesagt hat, okay, die Community hat recht. Wir können das nicht einfach so machen. Wir können nicht einfach im Nachhinein sagen, wir betrügen die alle und sagen, das passt schon so. Ergebnis des Ganzen ist relativ einfach. Es ist zumindest die Chance. Oh, es sieht gut aus, Leute. Unnachgiebig, Leute. Unnachgiebig. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch mehr als genug Zeit. Ganz entspannt, Leute. Ich habe seit Ewigkeiten keine Nuke mehr gemacht in BO4. Und schon gar nicht in einem Live-Commentary. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist riskant. Stirb. Okay, ich habe noch mehr als genug Zeit. Es geht bis 80 Kills. Oh oh. Oh mein Gott. Kommt, Leute. Nein, 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 nein. Er hat den Titan. Nein, er klaut mir den Kill. Er klaut mir den Kill. Den hab ich. Nein. 47. Scheiße. War knapp, Leute. War auf jeden Fall knapp. Aber dann Titan, Körperrüstung, da habt ihr keine Chance. Auf jeden Fall ist das Ergebnis von dem Ganzen, dass wir zumindest die Option bekommen, dass Activision sich das mit den DLC-Waffen nochmal ganz genau überlegt. Und das wäre das Beste, was uns irgendwie passieren könnte. Denn wenn das neue COD wieder mit Mikrotransaktionen vollgeflutet wird, wie aktuell Black Ops 4, das Ergebnis habt ihr gesehen. Die Leute kaufen das Spiel weniger im Nachhinein. Sie spielen es weniger. Weniger Content, den man freier spielen kann, bedeutet weniger Motivation zu grinden, weil es einfach nichts Neues gibt. Viele Leute können und wollen nicht so viel Geld ausgeben. Dementsprechend, Leute, sind wir auf dem richtigen Weg und die Community hat endlich gezeigt, nein, hier ist ein Punkt erreicht, es geht hier nicht weiter. Wir wollen es nicht mehr. Ob das jetzt definitiv so ist, dass wir dadurch gesaved sind, das würde ich noch definitiv auch nicht sagen, denn ihr habt wirklich in den letzten Jahren gesehen, Activision wird jeden Strohhalm nehmen, wenn es schon keinen Season Pass gibt, um trotzdem noch Geld zu verlangen für Content, der eigentlich frei sein sollte, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb, Leute, wollte ich dieses Video heute machen, um euch zu informieren, was hier aktuell der Sachstand ist, worauf es hier hinausläuft, was Activision aktuell vorhat, damit jeder bestens informiert ist, auch wenn er keinen Twitter hat und sich vielleicht für die News sonst nicht so interessiert, was der aktuelle Stand und Status von Modern Warfare ist. Ihr wisst, 25. Oktober ist Release-Datum von dem Ganzen. Ja, nett von dir, aber und weg. 58-2, richtig schöne Runde. Schade, dass ich die Live-Nuke nicht erreicht habe. Die hätte ich zu gerne genommen. 1:31, das ist hart. Harry Smith, das ist wirklich hart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Freut euch auf ganz, ganz coole News, die es zum Modern Warfare auch noch gibt. Ich werde die euch natürlich nicht vorenthalten. Die nächsten Tage, das ganze Wochenende, werdet ihr bestens informiert. Ich bin raus, haut rein.